Wir sind jetzt in Stein im Appenzeller Land und ja, hier war ich schon mal. Ja, du. In der Appenzeller Schaukäserei. Und da wackeln wir jetzt mal rüber. Ich nehme mal die GoPro mit. In die Schaukäserei, hatte ich ja schon gesagt, gehen wir nicht rein, aber mal durch den Laden. Ja. Wobei wir haben eben schon in Wattwil im Aldi, auch der Parkplatz kam mir bekannt vor, da habe ich mich schon mal mit Kai getroffen. Da haben wir eben schon mal ein bisschen in Gruyère und Appenzeller Käse investiert. Ja. Jetzt gucken wir nochmal. Wir gehen mal darüber. Na, ihr seht, hier ist noch ein bisschen, aber fast alles weggetaut. Ja, interessanterweise liegt die Schaukäserei nicht, wie man vermuten könnte, in Appenzell selber, sondern oh, noch gut 10 Kilometer von Appenzell weg, hier in Stein. Hier gibt es auch ein Volkskundemuseum, das ist im Moment geschlossen. Und da hinten sieht man schon die Käseecke rausgucken. Ne? Eieieiei, ja, Corona lässt grüßen, nur 4 Mann im Shop. Aber, ja, man sollte jetzt nicht auf den Preis gucken, wie immer in der Schweiz. Aber das ist halt so ein Sortimentspack mit 4 verschiedenen Appenzeller-Variationen. Jo, 23 Euro das Kilo, aber... Man gönnt sich ja sonst nichts. Ja, natürlich. Jo, was haben wir jetzt vor? Jetzt fahren wir mal ganz langsam Richtung Schwägalp weiter. Also unterhalb des Sentis. Und dann werden wir, glaube ich, erstmal Käffchen oder so. Oder erstmal eine Mittagsruhe. Das entscheiden wir, je nachdem, wie lange es dauert. Es regnet. Ja, mal abwarten. Jetzt 20 nach 1 und man hat so das Gefühl, hier wird es gleich dunkel. Und das letzte Mal, als ich hier hoch bin, bin ich auch tatsächlich im Dunkeln hinter Zottel hergeknallt. Aber jo, 4 Grad. Ich hoffe, da oben haben wir gleich 0 Grad und vielleicht ein bisschen Neuschnee. Mal schauen. Lose your disguise, jump on board. Out with the lights, no more insecure. No need to be different, just because. No need to pretend that nothing's lost. One more night, one more day, juggle. It takes time. One more flight, one more sunset and dawn. Yes, it takes time. Mal gut, dass ich die Schwägalp schon in wunderschönem Wetter gefilmt habe. Weil... Nee, hier ist, aber da oben schneit's, also, aber es wird nicht deutlich kälter, wenn es 3 Grad, ich glaube, da oben wird es auch nur regnen, aber vielleicht heute Abend, mal gucken. Ja, nach einem ausgiebigen Mittagsschläfchen hat sich dann auch tatsächlich das Wetter so verändert.
traumhaft, ne? Aber guck mal. Das ist nicht wahr, ne? Kannst du das mal? Da habe ich einiges zu putzen. Oh, da hinten kommt die Sonne raus. Ich gehe mit euch mal aufs Dach. Komm mit. Hier hinten ist ein Schneehaufen, da komme ich mit meinen Schuhen nicht so ganz hoch. Jo, der sieht gut aus hier, der Avanti. Ja, vorne geht noch, ne? Vorne ist gut. Aber die Seite. Eieiei. Und da gibt's. Oh, mal wieder dunkel. So ist besser. Geht's? Ja, vom Dach aus sieht es dann so aus. Wird Schlitten gefahren oder ohne Schlitten. Geht auch. Und die Gondel fährt auch. Naja, und während der Dirk im Avanti schneidet, mache ich mal eine kleine Schneetour. Ja, ich laufe hier mal ein bisschen so unterhalb vom Sentis rum. Hier liegt ja noch ordentlich Schnee. Alle sind unterwegs mit Schlitten. Skier habe ich hier oben noch keine gesehen, aber ich glaube, es gibt da hinten eine Langlaufloipe, wenn ich mich nicht täusche. Aber ich bin kein Wintersportler. Ich bin nur Schlitten gefahren oder gerodelt, wie man sagt. Von daher. Ja, aber den Ausblick, wollt ihr den auch mal sehen? Ich zeige euch den mal. Ja, und bevor die nächsten wilden Rodler hier runterkommen, laufe ich mal noch ein Stückchen weiter. Mal gucken, was ich noch so finde. Hoffentlich später den Avanti wieder. Ich laufe übrigens einmal den Lampeli-Weg rund um das Hotel. Und ich glaube, das heißt so, weil hier zu bestimmten Veranstaltungen stehen alle paar hundert Meter solche Pfosten. Und ich vermute, da hängen Laternen dran, die den Weg beleuchten. Heute nicht, also müssen wir uns beeilen, bevor es dunkel wird. Ja, und wie sich das gehört bei dem Wetter, haben sich hier auch ein paar junge Künstler verewigt. Naja, was heißt verewigt? Schmilzt irgendwann wieder, ne? Aber der Schneemann hat eine super Aussicht. Das ist schon traumhaft, ne? Und es ist so still. Außer mir keiner hier. Also so ein Bergmassiv hat ja schon was, ne? Aber wenn dann da oben auch noch der Mond scheint. Naja, scheint nicht so richtig, aber er reflektiert ja nur. Schon geil. Ja, ich habe einen der kürzeren Rundwege genommen, rund ums Hotel Sentis. Ich glaube, ich war jetzt 30, 45 Minuten unterwegs. Gibt aber noch deutlich längere. Aber das war mir jetzt zu jauche, wer weiß, wann es dunkel wird. Nachher suchen die mich. Oder? Was meint ihr? Also das ist jetzt tatsächlich mal Kuschelcamping, ne? Was der hier macht. Achtung! Also, da ist kein halber Meter dazwischen. Der kann von der einen Tür zur anderen mit einem Schritt drüber. Wenn du ein bisschen besser geparkt hättest, könntest du ohne weiteres rüber, ohne... Das kann ich auch so. Ohne Schuhe! Und hab... Von Drittstufe zur Drittstufe. Ja, Hammer, ey. Kuschelcamping, ja, wie geil ist das denn? Mach da eine Tür zu. Ja. Oder?
Gar keine Heizung. Kaum war ich beim Melzer vom Hof, eine halbe Stunde, Fehlermeldung. Oh nee. Das wird uns länger begleiten. Ja. Essensübertragung von Kastenwagen zu Kastenwagen. Okay. Von einem Hof einen Handschuh auf den anderen. Ja. Ich meine, ich habe auch so komische andere Halterungen, aber so ist besser. Ups. Au, jetzt habe ich deinen Arsch wieder voll auf dem Bild. Ja. Schneide ich raus. Ich muss mich ja auch mal bewegen. Ich komme hier nicht raus. Was? Ich komme hier nicht raus. Ja, ist gelogen, ne? Ups. Aber jetzt. Was heißt denn hier faule Socke? Ich bin eigentlich auch mal. Ich bin am Filmen. Ja, Filmen. Einer muss das doch fest. Kann man nicht immer geltend machen. Doch, natürlich. Nein, du bist eine faule Socke. Ja, richtig. Das ist alles. Von wem habe ich das abgeguckt? Ja, sicher nicht von mir. Ich bin Selbstversorger. Ich muss allen Scheiß selber machen. Ja, gut, das tut mir so leid. Alter Schwede, sag mal, wie viel ist denn da drin? 0,66, ein ganz großes Niedermaß. Also heute hat er hat gekocht. Ja, leck mich. Das sieht doch noch gut aus. Das riecht auch gut. Das riecht doch gut. Aber warte, du? Oder hast du das hinten durchs Fenster reingeben lassen? Von liefern lassen. Lieferando.de oder so. Nee, das gibt's ja hier in der Schweiz nicht. Ich wusste gar nicht, dass die auch im Omnia liefern. Eat.ch. Ah, ups. Jetzt gibt es wieder Sauerei, weil rausnehmen aus dem Omnia. Wir haben auch so ein Deckelchen. Hol doch mal das Deckelchen, das Wunderbare, was es auf Anhieb findet. Oh! Passt auf seinen Omnia gar nicht. Den anderen Omnia? Schweizer Omnias sind größer. Nee. Doch. Das Loch ist kleiner. Jetzt müssen wir nur gucken, ob der auf unseren neuen auch passt. Ja. Ja, natürlich ist das Loch kleiner, weil der Omnia von innen größer ist. Die Bonne. Ach du Banause. Da haben wir wieder einen neben uns sitzen heute. Oh, das habe ich nicht vermisst heute, als ich zum Händler gefahren bin. Ja, ich kann es ja. Oh, das sieht richtig gut aus hier. Hallo? Oh, und dir kriegt als Erster? Mhm. Hat er gar nicht verdient. Natürlich. Also ein riesiges Kompliment an den Küchenchef des heutigen Abends. Ich habe ihn dafür nicht bezahlt. Ich habe ihm auch dafür kein Paket geschickt. Er sagt das freiwillig. Aber die... Die hat er gesponsert. Die hat er in rauen Mengen hier im Avanti gelassen. Also muss ich ja seine... Nein, er hat wirklich lecker gekocht. Gibt's nichts. Bin ich auch satt. Aber es windet draußen. Das schüttelt das Auto hier. Hoffentlich fliegen wir nicht weg. Ja, meine Wolke hat uns wieder. Die war schon länger nicht mehr da, aber heute hat sie uns wieder. Putzig mit kräftiger Schaumkrone. Aha. 0,66 Liter. Solche Flaschen habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Hopfenblumig, Kräuter, Zitrusnote. Aha. Das kommt hin, schmeckt mal raus. Naja. Die Kräuter. Und ist klar, als ob du da irgendwas rausschmecken willst. Nein, ohne Scheiß jetzt. Das ist einmal ein Bier, da steht nicht nur Scheiß drauf, das schmeckt tatsächlich so. Muss probieren. Ach Scheiß. Ja. Okay. Ohne Witz. Feinherbe Vorfreude. Und wo kommt das her? Riegele Biermanufaktur, die sind Schweiz. Schweiz. Nein, nein, Deutschland. Ach so, aus dem großen Kanton im Norden. Ja. Ach, wo kommen die her? Irgendwo. Okay. Steht nicht. So, wir klären das noch. Ja. Im Laufe des Abends. Wobei, wenn ich hier mein 7% Winterbockbier getrunken habe, dann bin ich sowieso gleich schon wieder. Aber heute müssen wir Abschied feiern. Und dann gibt es nachher auch noch einen Whisky. Oh, schau wieder. Augsburg. Augsburg. Ha, Augsburg. Hä? Deutschland, Germania, Augsburg. Also ich muss den Kollegen wirklich in diesem Urlaub hier sowas von loben. Er zeigt sich wirklich so von seiner allerbesten Seite. Er kocht, er trocknet ab. Morgen darf ich immer noch seinen Frischwassertank leeren. Also. Solange du mir nicht mein Schwarzwasser füllst. Nee, würde ich ja nie tun, aber
Und er hat die letzten Tage hier, das muss man wirklich sagen, Unmengen abtrocknen müssen. Also ja. es war wirklich kein Spaß. Es war eine Menge, ja. Das sind die größten Abwäsche in einem Kastenwagen, glaube ich. Ja, also. Oh, ist noch gar nicht fertig, verdammt. Oh shit. Haben wir ihn mal wieder gelobt. Nein, ja, nein. Also, er hat mit allem Möglichen rumhantiert. Ja. Vielleicht musst du Platz schaffen. Jetzt hat er sogar noch Essen für morgen früh zum Frühstück übrig. Und die Servola, die von gestern Abend noch übrig war, die habe ich heute Nachmittag gegessen. Kalt. Boah, du Sau. Und die Twix auch noch. Kopf. Ja, ja. Ich habe ja gelebt wie Deutsche in der Schweiz. Sitzt er eben hier, ne? Kommt dann von Jerstetten zurück und sagt dann so, ach, wir hatten heute noch alle gar keinen Twix. Ich sag, wir schon. Aber dafür hat er eine ganze Tüte M&M's gefuttert. Aber das seht ihr wahrscheinlich bei Travel Camping Living live. Der Whisky abgestellt. Wir kriegen nichts mehr. Jetzt gehen wir nach Haus. Jo, wird auch. Lecker war's. Jawohl. Heute mache ich mal Licht. Dabei brauche ich gar keins mehr. Nee, du hast ja da mittlerweile so ein Rohr. Genau. Also so ein lichtstarkes Objektiv, wollte ich sagen. Du bist gar nicht im Bild, hä? Das reicht ja, wenn du im Bild bist. Stimmt. Mich wollen die Leute ja eh nicht sehen. Haben wir schon gesagt, dass draußen regnet? Nee, aber wir haben gesagt, dass du jetzt nass wirst, wenn du rüber gehst. Ja, blöd. Und übrigens, dem edlen Spender, Dankeschön. War super lecker. Das haben wir gesoffen. Ja, du überwiegend. Stimmt. Ich habe es ja nur mal probiert. Kriegt nicht wieder, boah, ich ging ein bisschen versoffen, aber dabei habe ich wirklich nicht so viel getrunken. Nee, wir hatten nur ein Whisky und das Bier, also wir sind völlig nüchtern. Eben. Aber regnen tut's, das stimmt. Also. Ich gehe jetzt nach Hause. Genau. Gute Nacht. Bis morgen. Ciao. Guten Morgen zusammen. Ja, kennt ihr das? Abends ist man einfach so ins Bett gegangen und morgens früh muss man dann erstmal klar Schiff machen. Oder räumt ihr tatsächlich abends immer alles weg? Also ich versuche es ja immer, aber an manchen Abenden ist man einfach so müde, da lässt man das dann bleiben. Ja, muss ich das halt morgens machen, während ich Frühstück mache. Sag mal, guten Morgen erstmal. Guten Morgen. Ist das jetzt Frühling? Kommen schon die Butterblümchen. Ja, das hat ja alles weggetaut heute Nacht. Ja, das ist echt der Hammer, ne? Weil der Platz war gestern Abend noch komplett vereist. Ja, aber vielleicht sieht man es hinten an den Bäumen. Ja, wir haben ganz gut Wind. Und war ja, heute Nacht auch so 6, 7 Grad teilweise. Aber schaut mal. Ja, der Sentis ist auch noch da. Tja, und der ganze Platz hier ist eisfrei. Ja, an der Stelle nochmal hoch auf die Dichtungen in den beiden Hekis. Und in dem kleinen Heki war sie ja am Werk schon drin, aber bei den großen hatte ich sie ja nachgerüstet und hat sich echt bezahlt gemacht. Ja, Sonja wollte noch eine Schneewanderung heute Morgen machen. Ich fürchte, das hat sich irgendwie erledigt. Dann halt nur Frühstück. Also deine Schneewanderung kannst du heute Morgen vergessen. Es ist alles weggetaut. Naja, da hinten liegt noch welche. Ja, ja, das ist alles Matsch. Und hier, wir stehen auf Schlamm. Also, naja. Hat halt die ganze Nacht geregnet. Ja, ja, geregnet und gestürmt. Das Essen wäre schon mal da. Also das Frühstück. Fehlt noch der Frühstückende. Ja, man darf das hier nicht zu lang stehen lassen, sonst kriegt das irgendwie
Sonst bin ich, bin ich da schon mit der Gabel dran gewesen, ja. Richtig. Ja. Sind oder wenn, Finger, du, ne? Wenn du Pech hast, mit den Fingern. Sind da, ja. Mit den Dreck. Jo, und jetzt klauen wir dem Team Travel Camping Living mal das Frischwasser aus dem Tank. Hm. Er braucht es nicht mehr und die nächste Füllstation ist irgendwo Richtung Zürich. Da müssten wir einen riesen Umweg fahren. Also, gucken wir mal, ob wir das da irgendwie rausgepumpt kriegen. So, da wollen wir mal. Einmal. Was habe ich das denn? Ich fürchte, der Schlauch wird zu dick sein. Funktioniert nicht. Der Wasserdieb ist da und macht's falsch. Du musst in den richtigen Tank rein, nicht da rein. Da kommst du nur ganz schwierig rein. Ich mach dir hinten auf und dann kommst du in den Wassertank. Reinigungsöffnung, ne? Genau. Ja, okay, wollte ich gerade sagen, hier. Aber normal müsste doch so ein Ding. Nee, da kommst du nicht. Das ist ein Riesenformular. Ich habe das auch probiert. Ich habe es einmal oder zweimal in meinem Leben geschafft. Okay. Das ist ein Dreck. Na gut. Also, ja, Vorsicht. Das ist an manchen Stellen war ziemlich glatt hier. Kriegen wir eine. Oh, ist der schmutzig. Jetzt gibt es eine andere Öffnung. Eieiei. Ah. Jetzt macht er mir den Grauwassertank auf. Kannst du mal. Ja, Moment, ich kann. So. Das Loch ist auf. Kannst du ihn reinstecken? Ich kann ihn da jetzt reinstecken, jawohl. Ups. Schaut einfach nicht den Silberschwamm an, der drin schwimmt. Nee. Und den Fisch bitte auch nicht. So, ich mache aber jetzt mal gerade die. So. Gut. So, Pumpe läuft. Jetzt hoffen wir, dass wir aus dem Tank auch Wasser kriegen. Ich hoffe, dass da noch Wasser drin ist in deinem Tank. So, funktioniert, war doch klar. Muss ja gehen. Ja, das Wetter, ich gehe besser hier mal in den. Also, das funktioniert. Ich hab doch gedacht. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir uns hier nicht die Batterie leer machen. Ne? Ja, ich lächle und Kai weint. Bedeutet, der Abschied naht. Jammer nicht. Eigentlich jubelt er. Natürlich jubelt er. Also, wir haben gleich wieder unsere Ruhe hier gefährt. Also, Sonja könnt ja gerne noch bleiben, so ist ja nicht, ne? Aber Dirk nimmt sein Avanti und geht und schnappt seine Sonja und geht auch. Ich bleib noch einen Moment. Dirk, war mach's geil, gut, dass ihr gekommen seid. Ja, klar. Sonja war sehr immer schön. Vielen lieben Dank für alles. Und wir sehen uns bald sicherlich irgendwann wieder. Auf jeden Fall. Macht's gut. Habt eine gute Zeit. Ja, wenn wir. Ihr auch da drüben. Wir haben. Ich wollte gerade sagen, gesund. Auf allen Kanälen. Ne? Auf allen genau. Kanälen, genau. Überall. Die Tour könnt ihr wieder Stereo gucken. Ja, genießt und, es. Und ja, dann fahrt dann gut. Viel Spaß genau noch. Dirk sitzt parat. Sonja setzt sich daneben und dann fahren die beiden ab. War wieder super mit euch, hat eine Menge Spaß. Wetter hätte gerne ein bisschen besser sein dürfen, aber kann man sich nicht immer aussuchen. Und jetzt verlassen wir uns hier mal. Ja, jetzt überfährt er uns noch kurz. Ciao, macht's gut, war toll. Gute Weiterreise. Und den Sentis, den setzen wir dann ein andermal wieder ordentlich ins Bild. Bei weniger Sturm, besserem Wetter. Und jetzt hängt er hier noch eine Eisplatte. Bon voyage. Da fahren sie in den Schnee bergab. Wir werden auch in Kürze fahren.